Hallo. Hi. Wir sind hier gerade in München beim Rohkost Potluck und die liebe Heike hat dazu eingeladen. Und ich dachte, ich schnapp sie mir gleich für meine Rubrik 5 Fragen an und sie hat sich auch bereit erklärt. Na, hallo klar. Heike. Hey Kathi, hey. Mach ich immer mit bei sowas. Sehr gerne. Fand ich voll gut, du hast spontan gesagt, ich liebe sowas. Ja, und total. Ja. Vielleicht magst du dich mal für die wenigen Menschen, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen, was du so machst. Und was mache ich so? Also im Moment bin ich hauptsächlich frisch gebackene Mama, weil wenn ich nicht gerade Windelwechsel stille oder mein Kind zum Lachen bringe oder zum Lachen gebracht werde, bin ich auch Detox-Coach, ich habe ein Online-Business, ich mache Saftfastenkurse, ich berate Leute, wie sie mit der Rohkost ihr Leben bereichern können und auch einfach glücklicher und gesünder werden können. So kurz oben würde ich mal sagen. Ja. Du machst die Welt besser, hört sich so an. Oh, okay. Vielleicht mache ich die Welt sogar besser. Okay. Ja. Okay, ich stelle immer dieselben 5 Fragen. Ihr könnt mal gucken, es gibt eine Playlist über die Fragen und Heike kennt die noch nicht. Also ganz spontan jetzt die Antworten. Mhm. Wir steigen mal gleich ein. Ja. Die erste Frage ist, wie hat so dein bewusster Weg angefangen? Also gab es da irgendwie einen Auslöser, dass du angefangen hast, so ey, da gibt es noch mehr? Ja, gab es tatsächlich. Und zwar, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, so wirklich geschnackelt hat es 2012, 2013. Mhm. Da habe ich gemerkt, ich bin einfach nicht glücklich mit meinem Leben. Damals habe ich in Berlin gelebt und da war mein Studium gerade 2012 zu Ende. Ich bin dann vom Bodensee in Konstanz, habe ich studiert, nach Berlin gezogen und habe dann so eins nach dem anderen probiert, weil man muss ja erwachsen werden. Man muss ja einen richtigen Job machen, wo man Geld verdient und das habe ich dann irgendwie versucht. Aber was hast du da gemacht? Ich bin am Schluss 2013 so bei Social Media Marketer gelandet, also war meine Berufsbezeichnung. Aber ich habe auch gut Geld verdient, also dafür, dass mein erster Job war mit Gehaltsverhandlungen, richtig gut. Aber ich saß halt irgendwie 12 Stunden am Tag vorm Laptop und dachte, oh mein Gott, das soll mein Leben sein. Und ich hatte immer so Sinnfragen in meinem Leben, eigentlich schon immer. Ich wollte immer mehr, ich habe mir immer die Frage gestellt, da muss doch irgendwie ja, was Sinnhaftes dahinter stecken. Ich war sehr idealistisch immer unterwegs. Und ich saß dann da und habe dann an einem Tag einem Freund in Berlin mein Leid geklagt und gesagt, also das geht so. Was mache ich hier denn eigentlich? Ich bin doch nicht dafür da, um die ganze Zeit nur hinter dem Laptop zu sitzen und da irgendwas auf Facebook zu programmieren, sondern ich muss da mit Menschen in Kontakt sein und irgendwie mein Leben gefällt mir so nicht. Dann hat er gesagt, Heike, ich glaube, du traust dich einfach nicht, das zu leben, was dich ausmacht und was dir gut tut. Und das hat mich so berührt und ich habe am selben Tag den Job gekündigt per E-Mail und bin eine Woche später dann nur mit Hinflugticket bewaffnet nach Spanien gereist, auf eine Yoga-Casa, die Casa El Morisco. Und eigentlich bucht man dann eine Woche Urlaub und fliegt dann wieder zurück, aber ich habe kein Rückflugticket gehabt. Und ich bin dahin und habe zu meinem Freund gesagt, jetzt ist irgendwas anders. Irgendwas wird sich in meinem Leben total verändern. Ich weiß nicht was, aber wartet nicht auf mich. Ich weiß nicht, wenn ich wiederkomme. Mhm. Ich kam dann auch irgendwie 7 Wochen später zurück und war dann von 0 auf 100 in die Rohkost gesprungen. Also da hat sich richtig was verändert. Das war so mein Moment vor 4 Jahren jetzt, ja. Auch voll mutig. So. Ja, und das kann ich echt sagen, wir hatten ja heute auch schon wundervolle, inspirierende Gespräche und ich glaube einfach, die geilste Zeit in deinem Leben ist die, wo du dem Leben vertraust, einfach reinspringst, nicht dich verkopfst, wo kommt das Geld her, kann ich das überhaupt bringen, was würde mein Papa jetzt dazu sagen und so weiter. Also einfach mal machen und sich mit dem Leben treiben lassen und ja, das braucht Mut, aber es sind die besten Momente überhaupt. Also ja. War für mich zumindest so. Und eigentlich alle, die ich kenne, sagen das selbst. Bei dir auch gerade. Genau, ich habe ja damit auch gerade angefangen und ich kann es nur bestätigen. Ja. Die zweite Frage lautet, kannst du mal 3 Dinge mit uns teilen, die dir Kraft geben? Also das erste ist Ruhe. In der Ruhe liegt für mich tatsächlich die Kraft. Also sobald ich Zeit rufe, bin ich mit Zeit für mich. Wirklich im Hier und Jetzt ankommen, im Moment da sein und einfach mal nichts tun müssen, sich erlauben, nichts zu tun. Das ist für mich die größte Kraftquelle überhaupt. Die zweite große Kraftquelle... Das ist doch voll schwer, oder? Fällt dir das leicht? Also es fällt mir eigentlich leicht. Ich glaube, es fällt jedem leicht, wenn er sich's erlaubt. Aber nur dann, wenn er nicht davor die ganze Zeit im Rädchen hängt. Also wenn du die ganze Zeit im Rädchen bist, musst du dich extrem disziplinieren, um in die Ruhe zu kommen. Also, weil ist ja klar, in der Ruhe bricht dann alles Mögliche hervor, was du sonst durch dieses Rädchen unterdrückt hast. Und also Punkt 1 war die Ruhe. Punkt 2, die Natur. Also es gibt nichts Kraftvolleres für mich als Grün. Das ist für mich unglaublich, auch so schön hier zu sein jetzt.
Und ja, Bäume umarmen klingt ein bisschen crazy, ist aber so. Barfuß laufen, Blätter, ich liebe es, Blätter genau anzugucken. Also ich bin ein sehr langsamer, achtsamer Mensch im Wald. Also jemand, der joggen will, der sollte nicht mit mir unterwegs sein, weil ich liebe es. Oh, ein Fahrenblatt. Und dann gucke ich das Fahrenblatt. Und das macht mich mega happy. Und ja, sowas gibt mir unglaublich viel Kraft und Glücksgefühle. Und das Dritte ist Austausch mit gleichgesinnten Menschen. Das Gefühl von Verbindung, auch von Herzgesprächen. Also Smalltalk finde ich total langweilig. Und so, wenn Leute so an der Oberfläche plätschern, denke ich so, come on, erzähl mir was von dir. Also ich will so richtig diving deep, weißt du, so alles wissen und auch selber erzählen von mir und meine Schwächen, Stärken, allem. Und dann fühle ich mich so connected und dann bin ich happy. Und dann geht's mir gut. Also, klingt sehr schön. Da gehe ich bei allen drei Sachen voll mit. Ja, sehr ja. Schön. Ja. Kenne ich auch gut. Mhm. Mhm. Genau, und dann komme ich schon zur dritten Frage. Kannst du, ich gucke mal kurz nochmal auf meinen Zettel, mein Spiegelle, was ist dir wichtig im Leben? Also die drei Sachen, die ich gerade genannt habe, so oft wie möglich leben zu können, das ist, weil ist ja logisch. Man sagt ja nicht umsonst, do more of what makes you happy. Du musst erstmal rausfinden, was macht dich denn glücklich, und dann solltest du irgendwie als Ziel, für mich zumindest, haben, dass du so viel wie möglich am Tag Zeit verbringst mit dem, was dich glücklich macht, oder? Und das ist so mir das Wichtigste. Ich bin natürlich absolut auf dem Weg und habe es lange nicht geschafft, dass ich 90% des Tages damit verbringe, leider. Mhm. Aber ich bin auf dem Weg und danach richte ich mein Leben aus. Das ist übrigens auch für mich Synonym für Erfolg. Also Erfolg heißt für mich nicht irgendwie ein Ferrari oder sowas, sondern Erfolg heißt für mich, dass dein Leben wirklich zu 90% aus den Dingen besteht, was die dich glücklich macht. Das ist für mich erfolgreich. Und jetzt war die Frage eigentlich, was mir wichtig ist. Ne? Also die drei Sachen sind mir wichtig und ansonsten glaube ich einfach das Gefühl, connected zu sein. Also ob das mit der Natur ist, mit mir selbst in der Ruhe oder im Gespräch mit einem Menschen. Immer dieses, ich bin so ein richtiger, ja, Connection-suchender Mensch. Also ich brauche dieses Gefühl von Verbundenheit. Auch wenn Menschen vor mir stehen, ich schaue denen unglaublich gerne in die Augen oder ich berühre unglaublich gern. Also alles, was so mit Connection zu tun hat. Das ist für mich sehr wichtig. Und hat sich das verändert, seitdem du deinen Sohn hast? Also ist das... Also ich sage, es hat sich nicht so großartig verändert. Also ich war schon davor immer sehr offen, mit Menschen eine Verbindung, sage ich jetzt mal, einzugehen, im Sinne von in die Augen schauen und so weiter. Ist natürlich schön, weil so ein Kind, das liebt es ja auch, wenn du ihm in die Augen schaust, so ganz bewusst. Ich meine, das Kind guckt dir nicht immer bewusst in die Augen, aber wenn dann die Momente das erste Mal kommen, dann da ist halt Wahnsinn, ne? Also am Anfang schaut dich das Kind nicht immer so ganz bewusst an und irgendwann mal merkst du, es hat mich gerade ganz bewusst angeguckt und ganz bewusst angelächelt und hat vielleicht auch mal ganz bewusst mich berührt, und das sind natürlich magische Momente. Das auch geschenkt zu bekommen. Weil du gibst natürlich viel, ganz klar, als Mama, als Papa, wie auch immer, dem Kind, aber dann auch was zu bekommen, das sind so ganz besondere Dinge. Das kann ich gerade voll spüren. Ja, voll schön. Ja. Hast du, da sind wir bei Frage Nummer 4, hast du für die Menschen, die das jetzt schauen, einen Tipp für ein zufriedenes Leben? Was würdest du den Leuten da sagen? Ich würde erstmal sagen, weniger ist mehr. Ich glaube, die meisten von uns, und ich eingeschlossen, sind deshalb unzufrieden, weil sie vorne, es gibt so ein Synonym, so ein Marmeladenglasregal stehen, und da gibt es irgendwie 200 Sorten und sie können sich einfach nicht entscheiden, und deswegen sind sie unzufrieden. Und wenn sie eine ausgesucht haben, glauben sie, es ist vielleicht die falsche Wahl gewesen. Und wenn es nur zwei Sorten Marmelade gäbe, wäre es alles einfacher. Aber wir haben nun mal jetzt ein Leben, wo es 1000 Sorten Marmeladen gibt. Und ich glaube, das macht uns sehr schnell unzufrieden, und sich einfach mal wieder darauf zu besinnen, zu sagen, okay, ich weiß, der macht das, der macht das, der macht das, der macht das, aber was will ich eigentlich? Also nicht immer gucken, wow, der reist um die Welt, wow, der hat so ein Millionen-Online-Business, ich will da auch hin. Und dann frage ich mal, willst du da wirklich hin? Also macht es mich wirklich glücklich? Also wäre ich glücklicher, wenn ich jetzt ein Millionen-Online-Business hätte? Wäre ich jetzt glücklicher, wenn ich um die Welt reisen würde? Oder wäre ich eigentlich glücklich mit dem, was ich habe, wenn ich einfach meine Einstellung dazu ändere? Und zu lernen, mit dem, was man hat, zufrieden zu sein und erstmal dankbar zu sein. Die Dankbarkeit ist ja echt sowas, was wir alle erst lernen müssen, weil die Gesellschaft will ja nicht, dass wir dankbar und zufrieden sind, sonst würden wir nichts mehr kaufen. Also ist ja klar, dass das uns nicht beigebracht wird, sondern wir sollen wollen. Ja? Also wir sollen immer was Neues wollen. Und wenn wir es dann haben, dann müssen wir wieder das Nächste haben wollen. Und
Du kommst natürlich nie an. Also auch für mich, ich bin auch auf dem Weg, wahrscheinlich mein Leben lang. Lernen, Zufriedenheit ist für mich einfach lernen, mit dem, was man hat, jetzt glücklich zu sein. Und nicht andersherum. Also nicht immer wieder suchen, wo ist das Nächste, was mich glücklich macht. Mit dem, was jetzt ist, glücklich zu sein. Und die Einstellung einfach zu verändern. Ja. Wow. Finde ich jetzt, ist ein großes Geschenk, was du gerade gesagt hast für mich. Das finde ich sehr wertvoll, danke. Ja, danke. Ja, deswegen liebe ich solche Interviews, weil ich dann selber überrascht bin, was ich so erzähle. Ja. Und sowas würde ich nicht erzählen. Oder mir manchmal erzählt man sich selbst was, weißt du? Mhm. Also es ist ja nicht so, als würde ich alles, was ich erzähle, selbst jeden Tag so leben zu 100%. Mhm. Also absolut nicht. Und das ist auch was ich gelernt habe. Du kannst anderen Leuten eine Inspiration sein, ohne dass du selbst perfekt bist. Ja. Also du musst nicht selbst schon erleuchtet sein, dass du dir erlaubst, anderen Leuten was Nettes sagen zu können. Mhm. Ja. Also danke nochmal für die Möglichkeit. Voll wichtig nochmal, ja. Ja, und Frage 5. Bist du gespannt? Ja. Die letzte Frage. Abschluss, wie war es bisher? Sehr cool. Ja? Doch. Ich hoffe, der Kameramann kann noch. Er nickt. Die letzte Frage ist einfach, gibt es ein Herzensanliegen, was du teilen möchtest mit der Welt, mit den Menschen, die das gucken? Was liegt dir am Herzen, was du denkst, so, das soll jeder wissen, das ist voll wichtig und... Oh, da gehen so viele Sachen durch meinen Kopf. Oh Mann. Aber ich glaube jetzt, also das Wichtigste jetzt auch als frisch gebackene Mama, die sich manchmal ein bisschen überfordert fühlt oder denkt, oh, es ist alles viel, weil ich ja nicht nur Mama bin, sondern ich mache ja auch noch ein Online-Business. Und ich glaube einfach das Allerwichtigste, was ich wieder festgestellt habe, damit du Lebensfreude empfindest, ist, gönn dir Zeit in der Ruhe und gleichzeitig glaub an dich selbst. Also, und umgib dich mit Menschen, die auch an dich glauben und die das den Zauber in dir sehen. Also du brauchst Menschen von Zeit zu Zeit, also wir sind nicht erleuchtet, sonst wärst du, könntest du immer auf dich selbst vertrauen, du würdest immer an dich selbst glauben, du brauchst keinen, der dir sagt, du bist toll, aber das sind wir nicht und wir haben schwache Momente und du brauchst Menschen, die dir von außen auch manchmal einfach wieder klar machen, wie toll du bist. Und das ist so wichtig, deswegen meine Message, umgib dich mit Menschen, die wirklich deinen Zauber sehen und die es dir auch gerne sagen, ohne dass sie neidisch sind darauf. Die Bewunderung auch teilen können und freu dich auch mit anderen Menschen, wenn du deren Zauber siehst, das ist auch was ganz Wichtiges. Also diesen Neid einfach mal weg damit. Oder wenn du neidisch bist, kannst du merken, okay, da ist was ich vielleicht auch haben möchte, aber das war es dann auch, dafür ist er gut. Ja, einfach dieser Glaube an dich selbst und umgib dich mit Menschen, die auch an dich glauben. Das wäre jetzt, glaube ich, so, weil ich glaube, wenn das jeder tun würde, dann wäre die Welt sicherlich ein besserer Ort, weil dann wären alle viel ausgeglichener und zufriedener und würden die Sachen in Angriff nehmen, die die Welt wieder besser machen. So, vielleicht. Mhm. Außer Trump, weil der glaubt, glaube ich, auch an sich selbst und der ist für mich echt voll der volle Arsch, Entschuldigung, aber ist ja nebenbei. Also, aber die guten Menschen würden zumindest die Welt gut machen, dadurch, dass sie an sich selbst glauben. Und leider, wer hat es gesagt? Es gab noch mal jemanden, der dieses Zitat kreiert. Die Welt ist viel zu voll, wie war das, von Idioten, die selbstbewusst sind und die Schlauen, die irgendwie sich selbst klein machen. Also, das glaube ich, ist wirklich so. Also, dass du, wenn du da zuschaust und weißt, dass du eigentlich ein toller Mensch bist, dass du dann wirklich an dich glaubst und auch sagst, ich stelle meine Größe nicht unter den Scheffel, sondern ich strahle in die Welt und es ist okay, ich erlaube mir, Großes zu tun und groß zu strahlen. Mhm. Ja. So. Zu dem Neid wollte ich kurz sagen, ja. Ich habe das mal in so einer Zeitschrift gelesen, da haben die das so unterteilt in weißen Neid und schwarzen Neid. Weißer Neid ist quasi, wenn man neidisch ist, aber es dem anderen auch gönnt. Ja. Und schwarzer Neid ist dann sozusagen, wenn man irgendwie einfach neidisch ist und es nicht gönnt. So. Ja, vor allem, es bringt dich nicht weiter. Ja. Also du bleibst ja an der Stelle stehen und vergiftest dich quasi durch diese Emotion. Das ist ja wie Wut oder so, also es ist immer dieses lustige Beispiel. Du stehst in der Ampel und regst dich über den, oder beim Autofahren regst dich über den anderen Autofahrer auf, der kriegt nichts davon mit, aber dein Blutdruck steigt und du kriegst schlechte Emotionen und dir platzt gleich daraus und der kriegt gar nichts mit, ne? Also, und so ist es ja auch bei dem Neid, also es tut dir nichts Gutes, im Gegenteil, aber wenn du natürlich reflektiert bist und sagst, aha, okay, da ist was, das hat mich getriggert, vielleicht möchte ich das auch. Ja. Schau ich mal dahin und ich gönn's ihm, dass er das schon hat und vielleicht kann ich ihn auch mal fragen, du, wie hast du das geschafft? Ich finde, es war cool, dass du das hast. Mhm. Dann ist wieder ein guter Schritt. Ja. Ja, danke für dieses coole Interview. Ja, ich danke dir auch total, also gerade für deine Offenheit und Menschlichkeit, also habe ich ganz viel gesehen gerade so, ne? Das finde ich passt auch total gut zu meinem Kanal, also so, dass ich auch immer den Leuten vermitteln möchte, so dass
ja, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber wir sind alle auf dem Weg. So, ne? Und uns gegenseitig dazu unterstützen. Und deswegen bin ich dir total dankbar, dass du dich bereit erklärt hast. Dir. Ich verlinke natürlich Heikes Facebook-Page oder was auch immer. Wirst du unten in der Infobox finden. Gerne. Genau. Danke. Und schön. Ja, ich danke dir sehr. Dann danke ich dir. Vielen Dank. So. Vielen Dank. Alles, alles Liebe dir. Wünsche ich dir auch auf deinem Abenteuer. Ja, danke. Tschüssi, ihr Lieben. Ciao.